So, 3 Wochen nach meiner Challenge. Eine Woche habe ich ja Pause gemacht und jetzt 1,5 Wochen trainiere ich im neuen Trainingssystem, im sogenannten HIIT-Training. HIIT, der Begriff ist so ausgelutscht. Nein, ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Ja, es gibt eigentlich alles, ja, von HIIT-Zumba über HIIT-Cycling, über irgendwelche HIIT-Kurse bis hin zu Heavy-Duty und was weiß ich. Ich muss sagen, für mich ist es einfach so, man versucht durch ein sehr, sehr intensives Training den perfekten Reiz zu setzen, mit dem Ziel, für mich zumindest, so wenig wie möglich Trainingsumfang zu haben. Ja? Denn wenn ich 80% meiner Möglichkeiten ausschöpfe, und glaub mir, die meisten schöpfen nicht mal 10% ihrer Möglichkeiten aus. Ja, also wenn ich 80% meiner Möglichkeiten ausschöpfe und dafür nur 10% trainieren musste im Verhältnis zu anderen Trainingsmethoden, dann ist das für mich eine sehr, sehr erfolgreiche Trainingsmethode. Denn ich habe mit viel, viel geringeren Aufwand einen viel, viel größeren Effekt. Und das ist auch das, was ich gerne mit diesem Experiment darlegen möchte. So, denn wenn man sich das mal anguckt, ja, die meisten Fitnessprofis oder die meisten Trainer oder Fitnessmodels, die gewisse Trainingsprogramme propagieren, für die dreht sich ihr ganzes Leben nur um den Sport. Also wenige haben noch einen anderen Job, wenige haben noch eine Frau, Kind, Familie und so weiter, alles, was sie unter den Hut bringen müssen. Eigentlich konzentrieren sie sich nur auf sich, ihren Körper und ihren Fitness-Lifestyle. Nur für mich als normalen Menschen kann ich diesen Aufwand so nur schwer gehen. Denn der Unterschied zwischen einem Leistungssportler, ja, und einem Hobbysportler, nenne ich es mal, ist oft gar nicht der Trainings-, also die Trainingshäufigkeit oder das Trainingsvolumen. Nur derjenige, der sich darauf konzentriert, ja, also der nur dieses eine Thema hat, der hat natürlich viel mehr Zeit, eine höhere Belastung zu gehen, bessere Regeneration. Den kann man auch mehr zumuten, weil er sich darauf besser konzentrieren kann. Ja. Und alles solche Sachen, das sollte man immer bedenken dabei, dass ihr versucht, dass ihr einfach noch andere Themen im Leben habt. Und dementsprechend muss euer Training, eure Ernährung, ist meine Meinung, so effektiv wie möglich sein. Das heißt also, wenn ihr euch euer Essen schon einpackt, dann muss es schnell gehen und einfach sein. Wenn ihr trainiert, dann muss es möglichst kurz und sollte nicht so häufig sein. Ja? Genau andersrum wie in meiner Diät. Da habe ich viel trainiert, häufig trainiert. Das macht natürlich auch viel, viel Spaß, aber es hat auch unheimlich viel darunter gelitten. Jetzt genau das andere Extrem und ich werde euch berichten, wie sich das anfühlt. Zug. Aha. Ja. Ja, wie fühlt sich das jetzt an? 1,5 Wochen sind um und ich muss sagen, verdammt komisch. Denn man muss sich das so vorstellen, es gibt 5 motorische Fähigkeiten. Jeder, der eine Fitnesstrainer-B-Lizenz hat, weiß das. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit ist nochmal so eine. Und Koordination, also 4 Haupt- und 5, die Schnelligkeit steht immer ein bisschen in Klammern, aber ist jetzt egal. So, jetzt konzentriere ich mich eigentlich nur auf eine und die anderen sollen so nebenbei laufen. In meiner Diät war es genau andersrum, ich habe unheimlich viel Ausdauer gemacht, ja, unheimlich viel Kraftausdauer auch. So, jetzt konzentriere ich mich nur noch auf eine Fähigkeit. Hat den Vorteil, dass natürlich viel, viel stärker der Fokus auf Kraftaufbau ist, ja. Und wenn ich effektiv trainieren will und mir ist wichtig, muskulöser zu sein, ja, und Kraft aufzubauen, ja, also Kraft ist mir eigentlich wichtiger als wirklich viel Muskeln, ja, wobei das für mich auch immer zusammenhängt, dann verändert sich schon mein Training extrem. Also die heißt, wenn vorher alle Fähigkeiten von der Zielsetzung gleich waren, versuche ich jetzt viel, viel mehr mich auf eine zu konzentrieren und die anderen dabei möglichst unberührt zu lassen, beziehungsweise die sind natürlich davon auch beeinflusst,
aber die gehen dann nur maximal hoch. Das bedeutet, was ich mich jetzt wirklich frage ist, ich habe jetzt die Spinning-Kurse fast komplett gestrichen. Ich habe also kaum noch Ausdauer drin. Ja? Also klassisches Ausdauertraining. Mein Trainingsvolumen, ja, ist von, sagen wir es mal ruhig so wie es ist, von fast, ja, wie viele Stunden habe ich die Woche trainiert? 2 Stunden, 10 von 12 Stunden pro Woche Minimum auf 1 Stunde runtergefallen. Und das fühlt sich natürlich verdammt komisch an. Also ich merke halt so, mir fehlt das auch so. Mir fehlt auch dadurch, dass ich mich jetzt ja nur noch auf Grundübungen konzentriere. Ja? Ich mache ab und zu mal noch hinten ran Curl und Seitheben, das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Aber ich konzentriere mich auf die Grundübungen. Und muss mich da auch noch mal ein bisschen verbessern, weil jetzt irgendwie ich auch ein bisschen in den letzten Wochen mich da auch ein bisschen verkürzt habe. Ich muss mich ein bisschen aufdehnen und so. Da muss ich echt sagen, man nimmt sich natürlich auch die Variabilität des Trainings. Ja? Also sonst war es ja so, dass ich normales Krafttraining gemacht habe, da auch oft mal variiert habe. Also mal mit Widerstandsbändern, mal mit Kettlebells, mal partielles Training und so weiter. Und immer nur 1, 2 feste Workouts hatte, um die sich alles gedreht hat, und die anderen haben immer nur ein bestimmtes Muster verfolgt. Ja, so war das in der Diät. Jetzt ist es wirklich so, total fester Trainingsplan, jedes Mal feste Zielsetzung, was ich zu leisten habe, wie stark das Gewicht hochgehen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich was ganz, ganz anderes. Während ich vorher bestimmt ja jeden zweiten Tag irgendwie eine leichte Form von Kniebeuge gemacht habe, muss jetzt in diesen einen Kniebeugesatz muss ich alles reinlegen. Maximalen Fokus, maximale Intensität. Ich habe nur einmal in der Woche die Chance, einmal Kniebeugen zu machen, und dieser Satz muss auf dem Punkt sein. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, weil du fragst dich davor, schaffe ich das? Du fragst dich im Satz, mache ich das richtig? Und du fragst dich nach deinem Training, hätte ich nicht noch ein bisschen mehr gekonnt? Hey, ist der Reiz wirklich richtig? Jetzt ist wieder eine Woche Pause. Passiert überhaupt noch was? Ich könnte eigentlich schon wieder trainieren. Ah, ich muss mich zurückhalten. Also das ist echt schon komisch. Ja, vor allen Dingen auch, der nächste Punkt ist, ich habe vorher sehr, sehr viel Energie natürlich dadurch auch verbraucht. Ich habe ja ein Video mal darüber gemacht, wie man, also dass ich teilweise bis zu 7.000, 8.000, Minimum 5.000, 6.000 Kalorien am Tag verbraucht habe. So, jetzt ist natürlich mein Kalorienverbrauch auch deutlich nach unten gesunken. Das heißt also, ich verbrauche nur noch, naja, 3.500, 4.000 vielleicht, weiß ich nicht genau. Momentan habe ich mich noch nicht so richtig eingepegelt. Esse ich zu viel, ja, also ich muss natürlich noch mehr auf meine Ernährung achten jetzt auch, ja. Das sind natürlich alles so Punkte, die einen auch stark beschäftigen, ja. Und vor allen Dingen, wenn man Bock hat zu trainieren und sagt sich, nee, ich will das hier ernst machen, ja, oder ich will das hier ordentlich durchziehen und auch zeigen, dass man mit wenig Training erfolgreich sein kann und dass man nicht 24/7 Fitness-Lifestyle leben muss, sondern quasi der Fitness-Lifestyle von, wenn dein ganzes Leben und deine ganzen Lebensschwerpunkte ein Kreis sind, halt ein relativ großes Stück von der Torte einnimmt, aber nicht alles ist. Dann frage ich mich natürlich noch, wie krass werde ich mich verschlechtern in diesen Aspekten, die ich vorher ziemlich häufig gemacht habe, also dieses ganze funktionelle Training, Stoffwechseltraining. Wie stark wird meine Muskulatur fest und verkürzt werden? Das hat sich jetzt schon angedeutet. Wird es schlimmer oder bleibt es so? Kann ich das mit dem Mobility-Training auffangen? Ja, das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle, wo ich auch in den nächsten Wochen dann auch die Antworten euch geben werde, wie ich das angehe. Oder wie schlecht wird meine Ausdauer werden? Also wird es sehr, sehr starke Auswirkungen haben oder reicht dieser kurze starke Reiz auch aus, um meine Ausdauerleistungsfähigkeit in etwa zu erhalten? Wobei das ja auch ein ganz anderer Stoffwechsel ist. Also natürlich wird die runtergehen, aber wie weit wird das sein? Ja, also muss ich wieder komplett bei Null anfangen. Was mir natürlich auch noch fehlt, ist einfach die Vielseitigkeit des Sportes. Ja, also Joggen gehen, Radfahren, Spinning, mit Kurzhanteln, Langhanteln, Ausdauer betont. Und so weiter. Das nimmt man natürlich sich jetzt, weil man sich sehr, sehr stark nur auf einen ganz, ganz kleinen Aspekt des Krafttrainings halt konzentriert. Ein weiterer Punkt für mich ist einfach die Tatsache, dass für mich ist ja Ausdauertraining, ja, also manche machen Yoga, andere meditieren.
keine Ahnung, der nächste unterhält sich mit seiner Frau. Für mich ist das auch ein mentaler Ausgleich. Ja, also wenn ich viel Stress habe und ich kann einfach mal joggen gehen oder ich kann mich auf mein Rennrad, Mountainbike setzen, dann schalte ich dabei ab und lasse das einfach nur so laufen. Ja, ist für mich extrem wichtig. Und das merke ich jetzt schon, das fehlt mir natürlich, weil ich kann nicht einfach mal eine Stunde joggen gehen oder auch nur mal 10 Kilometer und mich da ein bisschen freilaufen. Ja, das sind auch so Sachen, die mir jetzt fehlen. Und die nächste Sache, die ich mich auch frage, habe ich überhaupt die Fähigkeit für intensives Training? Also bin ich überhaupt in der Lage, 2-3 Tage nicht zu trainieren und dann in 20 Minuten, ja, die maximale Intensität aufzubauen, um dann erfolgreich ins nächste Training zu starten? Denn mir ist aufgefallen, zum Beispiel in dem Video mit Johannes Lukas, wo wir das Beintraining machen, ich mag das, wenn man so richtig schön sich reinsteigert von Übung zu Übung, ja, und damit die Intensität auch schon im Workout hochgeht, ja, und das ist ja jetzt nicht der Fall. Das heißt also, jetzt ist es so, dass ich mich warm mache und dann muss ich auf 100% sein, also dann müssen 100% sitzen. Das ist auch nicht der Fall. Jetzt muss ich natürlich alles auf einen Punkt setzen und bin ich dazu mental in der Lage. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei bestimmten Kniebeugensätzen, die wir jetzt gemacht haben, denke ich, oh Mann, da geht eigentlich noch mehr, aber in der Übung selber kann ich nicht mehr geben. Und wenn ich die Stange, sobald ich die abgelegt habe, denke ich, Mann, scheiße, da wäre bestimmt noch 2-3 gegangen. Also bin ich mental in der Lage, wirklich 100% in diese letzten Wiederholungen, in diesen letzten Satz zu geben. Und im Endeffekt werdet ihr sehen, ob HIIT-Training, ja, wirklich effektive, kurze Reize mit langen Regenerationspausen, ob man damit wirklich erfolgreich sein kann oder nicht. Und das möchte ich eigentlich auch mit dieser Wette darstellen. Und bleibt einfach dran und ihr werdet sehen, ich in der Lage bin, damit Muskelmasse aufzubauen. Ich bin mittlerweile der Meinung, wenn ich mit einer Stunde Training das, was ich jetzt habe, auch nur einen Tick ausbauen kann, dann ist es schon ein Riesenergebnis. Aber vielleicht kommt mehr raus und auf jeden Fall bleibt dran und verfolgt, ob das Sinn macht. Wenn ihr auch schon in so einer ähnlichen Situation wart oder wenn ihr mit dieser Art des Trainings Erfahrung schon habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt eure Meinung dazu. In diesem Sinne bin ich raus und ich freue mich auf eure Statements. Ciao, ciao.